Leute, die heutige Challenge lautet, wer zuletzt seine Farbe ist, bekommt ganze 10.000 Euro. Was? Habe ich 10.000 gehört? Was? 10.000? Da muss ich auf jeden Fall mitmachen. Ey, Fonti, wir wollen auch bei der Challenge mitmachen. Ja, genau. Okay, eigentlich will ich nur das Geld, aber genau, Challenge. Ja, okay, wenn wir sowieso diese Farbe anhaben. Ihr dürft nämlich nur das essen, was dieselbe Farbe hat wie eure Klamotten. Oh, nice, ich mag sowieso Gurken. Ey, Fonti, ich hab da nur grün an, Mann. Soll ich jetzt irgend so einen Schrott wie Gemüse essen oder was? Jo, du hast zugestimmt. Junge, ich wusste gar nichts von der Regel. Sonst hätte ich gar nicht bei der Challenge mitgemacht. Hä, aber Way, was ist dein Problem? Ich meine, ist doch voll geil. Bisschen Gemüse, ne, bisschen Sellerie, Brokkoli, Salat. Besser geht's gar nicht. Das ist doch genau dein Ding. Aber weißt du was? Während du schön ein Sellerie isst, esse ich erst was schön, oh, Fast Food, Pommes oder, noch so ein Bananenmilchshake. Viel Spaß. Okay, Leute, die Vorbereitungen für die Challenge haben jetzt gestartet. Und wo finde ich mehr Lebensmittel als im Supermarkt, Freunde? Das Problem ist aber, dass ich nur 50 Euro zum Ausgeben habe, Freunde. Deswegen ist es nicht so einfach, wie es sich anhört. Aber, Freunde, rede nicht zu viel. Jetzt ist es Zeit, einzukaufen. Ey, Leute, was soll ich nur kaufen? Ich habe grün an und das heißt, ich kann nur Obst und Gemüse kaufen. Eigentlich esse ich sowas nicht, aber heute habe ich keine andere Wahl. Oder warte mal, Leute, ich könnte ja auch Geld sparen und eine dieser Blätter essen. Boah, Alter, das ist ja richtig eklig, Mann. Dann muss ich doch lieber zum Gemüseladen, Leute. So, Leute, während die beiden erstmal draußen und erstmal ihr Essen suchen, mache ich es mir so gemütlich und so entspannt, denn ich will direkt hier einfach online bestellen. Alter, einfach Fast Food. Digga, ich mache es mir gemütlich, weißt du? Ich entspanne mich so. Keine Energie, weißt du? So, was haben wir denn hier? Fast Food. Oh, Mc's? Oh, habe ich meinen PC ausgemacht. Oh, und wieder anstellen. Hä? Warte mal, Leute, hier ist ja gar nichts gelb. Was soll ich denn überhaupt holen? In den Gelb? Essen im Gelb? Ich hab da eine Idee. Pommes! Oh, Leute, ich bin ja mega schlau. Ich meine, Gelb, Pommes? Ach, ich bin ein Genie. Und währenddessen können die beiden sich erstmal richtig abbrechen und all ihre Energie verlieren, denn die sind nicht so schlau wie Simon Desue. Okay, Leute, ich bin jetzt im Supermarkt und es ist Zeit, Freunde, so viel rotes Essen wie möglich zu finden. Leute, ich habe so einen Vorteil gegenüber Simon und Ray, Freunde. Ich kann so viele Süßigkeiten essen. Freunde, es gibt doch nichts Besseres als Schlümpfe zum Abendessen, Leute. Oh, warte mal, Leute, das ist ja blau. Ich kann das ja gar nicht essen. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir uns auf die Suche nach den roten Sachen. Als erstes Ketchup, Leute. Diese Wurst hier, Freunde. Natürlich dürfen rote Fruchtzweige nicht fehlen, Leute. Erdbeeren, Leute. Diese Kirsche nehme ich auch noch mit, Leute. Capri-Sonnen, Freunde, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nicknacks dürfen natürlich auch nicht fehlen, Leute. Rote Bohnen, Leute. Und Robbie Bubble, Leute. Leute, ich bin endlich mit meinem Einkauf fertig, Freunde. Und wir haben so viel eingekauft. Simon und Ray haben niemals so viel Einkauf, Freunde. Deswegen haben wir einen riesen Vorteil. Dann würde ich sagen, Leute, ab geht's zur Challenge Team Braid. Wir schaffen das. Hä? Leute, was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein kleiner Baum. Ich weiß zwar nicht, was das ist, Freunde, aber ich sollte es mitnehmen. Boah, Leute, das sind ja grüne Fleischbällchen. Und ich liebe Fleischbällchen. Die packe ich mir auf jeden Fall auch ein. Leute, was soll das denn sein? Das sieht aus wie ein Würstchen. Und ich liebe Würstchen. Leute, diese Melonen packen wir auch noch ein. Boah, Leute, ich habe einfach SpongeBobs Haus gefunden. Ich glaube, ich bin hier im Bikini Bottom. Grünes Essen ist ja cooler, als ich dachte. Wow, Leute, ich habe mir eine Menge Pommes bestellt. Die sind gerade angekommen. Die werde ich jetzt erstmal alle wegessen, ohne Energie zu verschwenden. So viele Pommes nur für mich. Erstmal lecker schön meine Pommes zubereitet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall genug für den ganzen Tag. Pommes! Boah, Alter, warum ist das so schwer, Mann? Junge, für die Farbe grün hast du aber ganz schön viel eingekauft. Ja. Hä?
Hey, Digga, was hast du denn gekauft? Ey, Junge, Alter, interessiert dich doch nicht. Lass mich in Ruhe, Mann. Lass mich mal eine Challenge alleine machen, Mann. Simon? Hey, was machst du denn da? Was machst du da? Essen, Pommes. Was macht ihr? Ey, Junge, während wir so hart am Suchen waren, bist du hier am Essen. Wie hast du das so schnell bekommen? Hallo? Internet? 2020? Digga, Lieferung mit einem Klick. Pop, pop, sofort hier. Ich bin smart. Ach, du bist ja also am Liegen. Also, wenn du hier gechillt hast, hab ich mir rote Süßigkeiten gekauft. Und Ray, was hast du? Was? Pommes? Süßigkeiten? Ihr seid nichts gegen das, was ich hab. Also ich war im Gemüseladen und hab mir Obst und Gemüse gekauft. Obst und Gemüse. Gesund. Junge, seit wann isst du Obst und Gemüse? Obst und Gemüse! Hey, erklär, ich esse immer Obst und Gemüse. Ja, wahrscheinlich, aber du kennst bestimmt nicht mal den Namen von Obst und Gemüse. Hä? Ja, klar weiß ich das. Das hier ist ein grüner Baum und das hier ist ein grünes Würstchen. Boah, das riecht ekelhaft, Mann. Das schmeckt ja wirklich wie ein Baum. Ey, Simon. Ha? Die 10.000 gehören wohl einem von uns, oder? Die 10.000 einem von uns? Ja. Nein, die 10.000 gehören mir. Oh, Mann. Irgendwie habe ich doch schneller die Dinge aufgegessen, als ich dachte. Oh Mist, ich brauche irgendwas anderes. Aber ich meine, ich komme aus Afrika. Ich habe bestimmt noch irgendwo was gelagert, auf gebunkert. Hier irgendwo habe ich noch was Gelbes. Spülmaschine? Da ist bestimmt nichts in der Spülmaschine drin. Bananen! Was ein Zufall! So Leute, eine Sache ist klar. Damit werde ich erstmal die nächsten Stunden überbrücken. Richtig klar. Ich werde ewig damit auskommen, den ganzen Tag. Leute, ich bin stinksauer. Simon und Fatih können alles essen und ich muss hier irgendein Grünzeug essen. Leute, das schmeckt richtig schlecht. Weg damit. Aber Leute, zum Glück habe ich hier noch Obst. Ah. Ey, Raymond, warum schreist du so rum? Was ist los mit dir? Schon gut. Ich werde jetzt mal Obst essen. Ach. Willst du es ihm sagen oder soll ich? Fatih, gib mir mal ein Messer. Guck, das ist gelb. Das ist nicht grün. Was? Das ist ja wirklich gelb. Das wusste ich vorher nicht. Guck, das ist rot. Das ist nicht grün. Was? Das ist ja rot. Der Gemüseladen hat mich ja richtig verarscht. Meine Ananas! Ey, das ist meine, die ist gelb. Siehst du das nicht? Gelb! Ey, nein! Ey, Junge, ist das dein Ernst? Junge, was machst du? Oh, ich liebe diese Farbe. Tschüss, Ray! Tschüss, SpongeBob! Meine Wassermelone! Ich will noch meine Melone, Junge! Ray und Sam haben überhaupt keine Chance gegen mich. Ich bin so satt, Freunde, und hab noch über die Hälfte meines Essens. Simon und Ray haben überhaupt kein Essen mehr und müssen irgendwann aufgeben. Wisst ihr was, Freunde? Von dem ganzen Essen bin ich richtig müde geworden, Freunde. Ich werde jetzt einen Mittagsschlaf halten. Hey, Ray, hast du das gehört? Ja, aber der hat einfach recht. Leider ja. Schau mal, wir beide, wir haben fast kein Essen mehr. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Ja, du hast recht, aber was sollen wir machen, Mann? Oh Mann,
Aber was wir machen, ich... Das überlass ruhig mir. Junge, was machst du da? Oh, guten Morgen, Bro. Ey, was ist los? Was ist los, Bruder? Ey, hier, nimm was zu trinken. Komm, nimm was zu trinken. Nein, das ist blau. Ich weiß. Nein, das ist blau. Komm, nimm's. Küche. Oh, ey, was ist denn los da? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Wo willst du hin, Fati? Oh, was ist das? Was ist los mit der Tür? Ah, ist die einfach auch abgeschlossen? Ja. Komm, du hast jetzt die Chance. Nicht trinken. Ja, normal. Go. Los, du willst es doch auch. Los. Nein. Oh mein Gott. Was willst du machen, Fabi? Du hast keine Wahl. Komm, trink einfach. Was willst du machen, hä? Ey, Leute, ich trinke einfach Wasser aus dieser Schüssel hier. Das ist für meinen Hund Charlie, Mann. Ein Hund oder Wasser? Naja, also ihr trinkt ab und zu aus der Toilette. Toilette? Toilette! Ah, oh, aber kein Problem. Viel Spaß! Oh, das machst du doch nicht wirklich, oder Fati? Für 10.000? Oh mein Gott! Ich muss das machen! Oh Gott! Okay, Leute, 3, 2, 1! Oh mein Gott! No way! Leute, das war das Ekligste, was ich je gemacht habe! Ey Leute, ich werde mir das Ganze nicht mehr von den beiden gefallen lassen. Also werde ich jetzt mit unfairen Mitteln spielen, Freunde. Und werde beide nacheinander ausschalten. Und der Erste, der es dran glauben wird, ist Ray. Okay Leute, meine Geheimtaktik gegen Ray ist dieses Farbspray hier. Ich werde einfach dieses grüne Spray hier auf diese braune Schokolade drauf sprühen. Und Ray wird denken, dass die Schokolade grün ist, Freunde. Ey, ich bin so genial. Oh mein Gott. Ey, wie schlau ich bin. Fertig, Leute. Und das biete ich jetzt Ray an. Ey, Ray, was geht bei dir? Nix. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Warum? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich. Hä? Ey, ich habe ein Geschenk für dich. Komm. Was für ein Geschenk? Hier. Was ist das? Schokolade? Schokolade! Oh mein Gott, Digga! Was? Das ist sogar grün! Ja, normal nur für dich! Oh mein Gott, Digga! Womit habe ich das denn verdient? Junge, ich habe gesehen, du hast nur vegetarisch gegessen und ich dachte mir, du brauchst Schokolade! Ja, Mann, Digga! Danke, Fati! Ja, kein Problem, komm, ist das! Okay! Boah! Seit wann gibt es denn grüne Schokolade? Habe ich ja noch nie gesehen! Junge, das ist neu rausgekommen! Guck, grün! Oh mein Gott, Digga! Und wie schmeckt das? Ja, komm, probier aus! Ey, Ray, weißt du was? Was? Das ist gar keine grüne Schokolade. Was? Sondern das ist eine ganz normale braune Schokolade. Was? Nein, das kannst du nicht glauben. Guck, ich hab's einfach mit diesem grünen Spray hier angesprüht. Ey, oh mein Gott, Mann. Du hast einfach geschummelt. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen und ihr alle Fastfood. Und dann sowas. Und wegen dir bin ich jetzt auch noch draußen, Mann. Ey, was ist denn los hier? Warum seid ihr so laut hier? Wie geschummelt? Was hat er gemacht? Junge, der hat mir, guck mal, was er mit der Schokolade angetan hat. Warum ist die Schokolade denn grün? Keine Ahnung, der hat ihn mit diesem Kackspray angesprayt. Warte mal, er hat die Schokolade mit einem grünen Spray angesprüht, damit sie grün ist? Ja, Mann! Aber die ist eigentlich braun? Ja! Also hat er dich voll verarscht und hast du jetzt reingebissen, hast verloren? Ja! Alter, das ist ja echt die geilste Idee, die ich je gehört habe. Alter, wow! Was halt ihr davon? Wow! Nice! Fuck, Bro! Wow! So einfach geht das und dann will er drauf rein! Ey, Way! Du hast deine Schokolade vergessen, Mann! Leute, es ist schon der nächste Tag, Freunde, und ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ganz an einem Fastfood-Essen. Wie geht's dir? Fati. Was denn? Frag mich nicht. Warum? Was los? Ich kann nicht mehr.
Kannst du einfach aufgeben, bitte? Kannst du bitte einfach aufgeben? Nein, Junge, gib du auf! Charlie, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Gib mal auf! Gib mal du auf! Ich sag euch, Leute, wenn ich nur noch ein bisschen von der Banane hab, ey, dann muss ich locker kotzen, ich kann nicht mehr. Allein der Geruch. Oh. Wohin? Oh, das kann ich, das ist zu eklig, ich muss kotzen. Hä? Ich kann nicht mehr, oh Gott. Leute, ich kann einfach kein Obst mehr essen. Ich habe mir hier auf Undercover ein bisschen Süßigkeiten geholt. Ich brauche ein bisschen Power. Nur Obst. Oh, oh, oh. Das sind Süßigkeiten, aber das Ding ist, die Farbe ist ja gar nicht meine Farbe, aber tut mir leid, Leute. Ich muss einfach schummeln. Aber okay, Leute. Wir sind beide an dem Ende unserer Kräfte, Freunde. Wir können einfach nicht mehr. Ich habe ganze Zeit Süßigkeiten gegessen und Simon hat ganze Zeit nur Bananen gegessen, Freunde. Wir sind einfach nur K.O. Simon, ich würde dir vorschlagen, lass ein Unentschieden machen, okay? Wir beide bekommen ganze 5.000 Euro, okay? Bist du dabei? Ich bin dabei. Ja, bist du dabei? Yeah. Endlich, Digga. Ja! Hey, yeah! Hey, warte mal! Simon? Was denn? Zeig mal nochmal deine Zunge! Zeig deine Zunge! Warum denn? Zunge raus! Simon? Hm? Zunge raus! 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 Hast du geschummelt? Ist das rot? Nein! Was meinst du? Du hast was Rotes gegessen! Nein, das ist Du hast geschummelt! Nein, Mann, das ist gelb! Guck! Junge, was ist daran gelb? Das ist rot! Nee, wegen der... Hä? Ray, bring mal diesen Lutscher hier. Vergleich das, komm. Zunge. Hast du etwa diesen Lutscher hier gelegt? Nein, Mann, ich würde doch niemals schummeln, als ob ich jetzt diesen wunderbaren, schönen Lolli lecken würde, der so mit Süßigkeiten... Oh mein Gott! Junge, du hast geschummelt! Nein, du hast geschummelt! Ich hab mich ausgetrickst. Ich hab davor nicht gegessen. Oh Mann, Leute! Du hast geschummelt, ich bekomme die ganzen 10.000 Euro. Ja, Mann! Dann würde ich sagen, Freunde, hab ich die 10.000 Euro gewonnen, Freunde. Wie gesagt, Freunde, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sind kurz vor den 1 Million Abonnenten, Freunde. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Bis dann.